Selena Gomez wackelt sich fit. In Kalifornien bereitet sich die 21-Jährige auf ihre Welttournee vor. Dort will sie ihr neues Album Stars Dance präsentieren. In Amerika steht Stars Dance bereits an der Spitze der Charts. Meine erste Nummer 1. Ich liebe es. Ich bin so aufgeregt. Jemand hat einen Screenshot gemacht, aber ich glaubte es nicht. Die Hälfte aus dem Internet kannst du ja nicht glauben. Also ich dachte wirklich, es wäre ein Fake, bis mir meine Mutter die Nachricht gesendet hat und dann ein paar Leute anfingen zu texten und zu mailen. Dann war es offiziell. Ich war so aufgeregt. Ich habe so hart gearbeitet und ich weiß, mein Team hat das auch. Selena Gomez ist mit der Popmusik der 90er aufgewachsen. Ihre Vorbilder: Britney Spears, Christina Aguilera und Janet Jackson. Ich bin mit Britney, Christina und Janet aufgewachsen. Alles geht ums Entertainen und um voll choreografierte Nummern. Dieses 90er-Feeling wollte ich für mein Album. Und das ist auch für eine Powerfrau wie Selena Gomez manchmal anstrengend. Ich bin ein bisschen müde und ein bisschen empfindsam. Ich gehe viel in die Badewanne. Es ist hart, klar. Nach der jahrelangen On-Off-Beziehung mit Justin Bieber bleibt der hübschen Sängerin keine Zeit für einen neuen Freund. Oder datet sie gerade jemanden? God, no. No. Selena Gomez startet ihre Stars Dance Tour am 14. August in Vancouver. Am 14. September ist sie bei uns in Deutschland in der Jahrhunderthalle in Frankfurt zu sehen.